Pole Position, unsere Brettspiel-Highlights im April. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge Pole Position, unsere liebsten Brettspiele im April. Ja, auch heute präsentieren wir euch die Spiele, die uns am besten gefallen hat, in vier verschiedenen Kategorien. Und zwar sind das einmal Fun und Family, einmal Kenner, einmal Experte, Outstanding, wenn was nirgends irgendwie richtig reinpasst, und dann Ausfall, falls es etwas gegeben hat. Wir können sagen, die Folge ist randvoll. Vor allem drängen sich die Plätze beim Ausfall so ein bisschen. Aber wir starten ganz am Anfang und das ist einmal Family Fun und ich übergebe das Wort jetzt erstmal an Michael. Ja, auch von mir erstmal ein Hallo zusammen. Ja. Im Bereich Ausfall gibt es wirklich eine Massenkarambolage, kann man fast sagen. Aber dazu später mehr. Es sind erstmal bei Family Fun und da fand ich Robin Hood dort für sehr würdig, dort genannt zu werden. Da haben wir die ersten paar Partien jetzt hinter uns. Und ja, ich finde es immer noch wirklich spannend und auch sozusagen ein bisschen herausfordernd, auch wenn man es immer so am Ende vielleicht bisher immer so ganz knapp noch geschafft hat. Aber es ist ein klassisches Familienspiel, wo man mit ein bisschen älteren Kindern super zocken kann. Um was geht's? Wir sind Robin Hood mit seinen Schergen, nennt man es nicht, mit seiner Gang. Mit seinen Gefolgsleuten, ja. Müssen hier durch da Sherwood Forest unterwegs sein und haben immer so verschiedene Missionsziele. Wir bewegen uns mit so verschiedenen Holzmiepeln, die muss man immer so aneinander setzen, um sich vorwärts zu bewegen, so wie in den ganzen Tabletop-Spielen, wie man das schon gekannt hat, wo man einfach statt den Männchen hatte man dort halt ein Maßband von A nach B zu bewegen. Das fand ich ganz cool. Dann hat man im Prinzip so das ganze Spielerboard, ist eigentlich ein Double-Layer-Board, wenn man es so genau nimmt. Ja. Ja. Nur, dass man dort keine Einfassung hat, um irgendwas reinzulegen, sondern da sind Blättchen drin. Und je nachdem, wo man mit seinem Männchen endet, kann man auf so ein Blättchen eine Aktion machen, kann das Blättchen umdrehen und hat dann, je nachdem, was es halt ist. Manchmal muss man jemanden bekämpfen, manchmal findet man was und so weiter. Und so bewegt man sich über die Karte und muss halt immer Sachen auch lösen. Ein bisschen Deduktion, kann man sagen, ist auch dabei. Dann heißt es halt, ja, wir müssen das und das finden. Ja, bei wem könnte man da um Rat fragen? Man kann dann die Leute, die da auf der Straße unterwegs sind, noch befragen. Bekommt dann auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. Dann muss man sich entscheiden, welche man möchte. Hat immer so einen großen Beutel auch, wo die Zugreihenfolge bestimmt wird, weil es bewegen sich auch die Bösewichte sozusagen auf der Karte. Und ja, hat mir einfach gut gefallen, meiner Frau auch. Ich hatte jetzt auch die Idee, ob wir mal mit unserer Sechsjährigen an den Tisch sitzen. Habe auch letztens mal, wo wir hier das letzte Hall of Fame aufgenommen haben, ich weiß nicht, welches zuerst online geht, mit dem Sven drüber gesprochen, hat er gemeint gehabt, es wird hinten raus relativ düster und sei wohl nicht mehr ganz so kindergeeignet. Das hat die Frage so, ab welchem Alter man das dann ansetzt. Unsere wird jetzt im Mai 6. Na, mal schauen. Lust hätte ich auf jeden Fall mal drauf. Und ich finde es auch an sich von der Idee her, was eben kooperativ ist, kann man das auch gut mit jüngeren Kindern an Tisch bringen. Aber eben, wenn halt dann die Story zu düster wird, gut, die Definition von düster ist vielleicht, ich weiß nicht, manche sehen das schon als düster, manche was anderes. Aber vielleicht wisst ihr dann schon mehr, die das Spiel schon durchhaben. Haut es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, ob es für eine Sechsjährige geeignet wäre. Ja, ja, Dominik, du hast es ja auch schon gespielt. Ja. Ja, ich bin weiterhin nicht weiter als die zwei Szenarien hinweggekommen, als ich damals mit einem befreundeten Paar gespielt habe. Das Spiel steht seither bei mir im Regal und wartet darauf, angespielt zu werden. Da muss ich dann schauen, dass es Miri, also meine Frau, wieder ein bisschen besser geht und wir dann endlich vielleicht mal mit unserer Let's Play-Reihe starten können. Da wären doch ein, zwei Szenarien von Robin Hood auch was dafür, für den Einstieg. Ja. Ja, auf jeden Fall schöne Auswahl. Und genau. Was war es denn bei dir? Ja, bei mir war es ein cooles Drafting-Spiel und zwar von Suncore Games. Und zwar draften wir uns Eishockey-Mannschaften. Oder eine Eishockey-Mannschaft. Ne, mehrere Eishockey-Mannschaften. Und zwar gibt es ein ganzes Deck voller Karten. Da sind dann verschiedene Tierklassen drin. Jede Karte hat dann noch einen Zahlenwert. Die Karten haben dann noch eine Farbe und die Karten haben dann noch, je nachdem, Symbole auf den Karten.
Und dann wird jede Runde ein neues Stadion aufgedeckt, in dem gerade ein Turnier so stattfindet. Und jeder bekommt dann 6 Karten auf die Hand und sucht sich dann eine aus. Die legt er vor sich auf die Reservebank sozusagen, gibt den Rest weiter, bis einmal alles rum ist und stellt sich dann aus diesen 6 Karten sein bestes Team zusammen. Und erstmal wird geschaut, also man versucht halt gleiche Dinge zu sammeln, man versucht Symbole zu sammeln, oder man versucht die Tiere zu sammeln oder man Farbe oder wie auch immer. So. Und dann wird halt, versucht man das beste Team rauszulegen, was man hat. Je mehr von einem, natürlich, desto besser. So, wenn jetzt Gleichstand zwischen 2 verschiedenen Teams herrschen würde, die ausgelegt wurden, dann wird verglichen, dann ist zum Beispiel das Symbol gilt als erstes, also wer dann der Symbole rausgelegt hat, würde dann gewinnen. Da gibt es auch eine Wertigkeit von oben nach unten, je nach Symbolen. Wenn keiner Symbole hat, dann kommen die Zahlen und am Schluss sind halt die Tiere, dann, die noch gewertet werden. Und was macht man? Man sammelt Fans. Also man spielt halt eine ganze Saison, das geht über 3 Runden. Und man sammelt Fans und wer halt am Ende vom Spiel am meisten Fans hat, gewinnt. Und jetzt ist es aber so, im zweiten Turnier werden 2 Stadien aufgedeckt. Das heißt, das erste Turnier, die erste Mannschaft, die du bereits ausgespielt hast, spielt erneut und zwar wieder in Stadion 1. Und die zwei, da musst du wieder draften, kriegst du wieder 6 Karten, draftest wieder raus, dann hast du ja 7 Karten auf der Hand. Bevor du dein neues Team auslegst, kannst du eine Karte aus der Hand oder aus der Reservebank mit dem Team austauschen, das du bereits in der Vorrunde schon gespielt hast. Und spielst dann wieder dein bestes Team aus, das du dann ins Rennen schickst. So, jetzt kann natürlich sein, es gibt auch Stadien für Fortgeschrittene, da gewinnt nicht das beste Team, sondern beispielsweise das schlechteste Team und so weiter und so fort. So, und nach 3 Runden geht es dann in die Playoffs. Und dann kriegen wir so Playoff-Tickets und dann nimmst du alle deine Spieler auf die Hand und du musst halt pro Runde, wo die Playoffs gespielt werden, ein Team rauslegen, das so gut ist wie möglich aus 5 Karten. So, das schwächste Team hat, der muss halt ein Playoff-Ticket abgeben und sobald halt einer kein Playoff-Ticket mehr hat, ist er raus aus dem Spiel, bekommt dann nochmal Fans dafür und sobald halt einer entweder keine Karten mehr ausspielen kann, also kein vollständiges Team komplettieren kann oder auch alle seine Tickets verloren hat, dann gewinnt halt der, man kriegt dann nochmal Fans dazu, also nicht der, der die Playoffs gewinnt, gewinnt das Spiel, sondern der insgesamt am meisten Fans gesammelt hat. In den Playoffs ist es auch noch so, du hast dann die 5 Spieler ausliegen und du musst dann zwischen 2 und 4 Spielern dieses Teams austauschen gegen neue Spieler. Also das heißt, du wechselst da immer so ein bisschen durch, musst dann halt versuchen, Kombinationen zu finden und so. Also wirklich ein cooles, sehr cooles Drafting-Spiel mit tollem Thema. Also ich, Schweiz sowieso, Eishockey und so, ist bei uns eh hoch im Kurs. Hat mir richtig gut gefallen. Ist auch für ein super Preis zu bekommen, liegt glaube ich so um die 20 Euro oder sowas und dafür kriegt man echt ein cooles, schnell gespieltes Spiel. Geht bis zu 8 Spielern, ich glaube, dann wird es ein bisschen chaotisch. ja, auf jeden Fall bei mir All-Star Draft. Ja, möchte ich auch unbedingt mal spielen. Ja. Unbedingt. Können wir mal machen. Ist ja auch ein gutes 2-Personen-Spiel, hast du gesagt, ne? Ja, funktioniert auch zu zweit sehr gut, ja. Genau. Gut, ja, dann kommen wir zum Kennerspielbereich. Ja. Und da starte ich mal durch. Es ist zwar ausgezeichnet als Expertenspiel, aber ich würde sagen, es ist eigentlich nur im besten, im höchsten Fall ein Kenner Plus. Die Rede ist ja von Kemet Blut und Sand. Ein frisch ausgelieferter Kickstarter im Vertrieb bei Pegasus Spiele. Originalverlag ist Matago und lokalisiert wurde es auf Deutsch von Frosted Games. Das habe ich, glaube ich, alle Verlage genannt, ja, um das nicht zu vergessen. Ist schon ein Spiel, wo eigentlich 2012 ursprünglich als erstes Mal rauskam. Hat jetzt aber eine Neuauflage per Kickstarter bekommen mit ja noch mehr opulentem Material. Die Miniaturen sind von, ich weiß gar nicht, was es damals war, irgendwie so 20 bis so um die 20 Millimeter Standard sind die alle etwas gewachsen, also die ganzen Monster sind jetzt 50 mm Standard und die einzelnen Figuren von einem selbst auch sind so 32, 35 mm Standard. Alles ein bisschen wertiger, auch die ganzen Blättchen. Aber erstmal zum Spiel selbst. Wir haben ein typisches Area-Control-Spiel. Wir haben so einen Teil von Ägypten. Jeder von uns spielt so eine Gottheit, Anubis und wie sie alle heißen. Und wir haben so eine Startstadt.
Und zu allen anderen Städten ist der Weg immer gleich lang. Das ist schon mal ganz wichtig wegen den taktischen Aspekten. Man hat auch überall so Tempel verteilt auf der Karte und mit so Obelisken drauf. Die sind jetzt auch, ich weiß aber jetzt nicht, ob das ein Stretch Goal war oder ob man die noch erhalten kann. Waren auch so 3D-Modelle dabei. Auf den Bildern, die ich einblende, seht ihr das sicher auch gut. Ja, und Ziel des Spiels ist einfach 10 Siegespunkte oder 10 Siegpunkte zu bekommen. Die erlangt man über verschiedenste Arten, indem man einen Kampf gewinnt, indem man jemand anders angreift, bekommt man einen festen Siegespunkt. Man hat auch seine Pyramiden innerhalb seiner Stadt, die kann man durch Upgrades aufwerten, hat man dann Stufe 4 erreicht, bekommt man auch einen temporären Siegespunkt, der kann einem wieder weggenommen werden, indem jemand anders das Gebiet mit der Pyramide einnimmt und für sich innehält. Dann bekommt derjenige den flexiblen oder temporären Siegespunkt. Das gleiche mit den Tempeln, die frei auf der Karte sind, die kann man auch einnehmen, dann bekommt man den temporären Siegespunkt. Wird der Tempel aber von jemand anders eingenommen, verliert man den Punkt wieder. Ziel ist es eben, habe ich 10 oder 9 Punkte gesagt vorhin? Zehn. 10 war es bei der alten Version, bei der neuen sind es 9. Sorry, aber nicht wichtig. 9 Punkte muss man dort holen. Und das ist das eine. Man kann sich ja mit seinen Truppen eben übers Feld bewegen. So ein bisschen im weitesten Sinne wie Risiko. Was hier aber noch komplett neu dazukommt, ist, wir haben so ein Playerboard, wo wir mit Glaubenspunkten diverse Aktionen machen können. Eben unsere Einheiten bewegen, unsere Einheiten rekrutieren, damit wir einen Nachschub haben. Pyramiden aufbauen und als allerwichtigstes eigentlich sind Plättchen einkaufen. Weil je nachdem, was für eine Pyramide wir uns bauen, da gibt es verschiedene Farben, weiß, rot, blau und schwarz und mit der einen Erweiterung, glaube ich, noch grün. Das sind so Fähigkeitsplättchen, die unsere Städte im Prinzip aufwerten oder unsere Armeen. Je nachdem, zum Beispiel die weißen Plättchen sind eher so Richtung Support, die roten sind eher gut für den Kampf, die blauen sind ein bisschen eher für Verteidigung, die schwarzen, da kann man sich noch extra Söldner anheuern. Und auf diesen ganzen Plättchen sind um die 70 Stück. Gibt es auch immer wieder Plättchen dabei, wo man so ein Monster dazu kriegt, eben wie man Okay. so aus ägyptischen Mythologie halt so ein bisschen kennt. Was es da halt alles so gibt, ein Falke und schieß mich tot und ein Riesenskorpion, wie auf dem Cover ja abgebildet ist. Und die verstärken die Einheiten halt ein bisschen und dann kann man dann halt so über das Schlachtfeld ziehen. Und es ist halt hier dieser taktische Aspekt eben, sich aufbauen, aber nicht zu stark, weil man muss ja auch Siegespunkte holen und kämpfen. Und Glaubenspunkte ist halt so eine Ressource, die halt immer hoch und runter geht. Und man kann die auch wieder durch so Plättchen verstärken, natürlich, dass man mehr Einnahmen hat und so weiter. Und einen sehr interessanten Kampfmechanismus, weil immer die einzelnen Männchen, die man auf dem Feld hat, zählen also einer als ein Stärkepunkt. Die Monster geben noch einen Bonus und dann hat jeder 8 Handkarten. Auf den Handkarten sind immer verschiedene Werte aufgedruckt. Man muss sich eine Handkarte aussuchen, die man in den Kampf spielt und eine, die auf den Ablagestapel kommt. Und so hat man da halt immer so noch ein bisschen den taktischen Aspekt. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Scythe. Bei Scythe ist ja das Stärkewerteprinzip bekannt durchs Board, oder? Und dann hat man noch das Drehrad, wo du noch auch noch pushen Ja, kannst mit okay, den aber Karten. das Board ist ja nicht maßgebend in dem Sinne da. Also du kannst bis zu 7 Punkte von deinem Board einsetzen. Ah, so rum war's. So, also Okay. kannst, Ja. genau, Ja, ja. so rum war es. Dort siehst du halt, wie viele Einheiten auf dem Tisch sind, aber du weißt halt nicht, welche Karte er spielt. Du kannst abschätzen, die und die Karten sind im Spiel. Hat er die eine vielleicht schon gespielt oder nicht? Und dann gibt es noch so Interventionskarten, die dem Ganzen noch so noch mal Würze mit reingeben. Ja. Okay. Und ja, sie sind halt auch schnell gespielt. Also man würfelt da nicht stundenlang wie bei Risiko, bis da mal so eine Schlacht fertig ist, weil jeder legt eine Karte hin, wird umgedreht, dann weiß man, ah ja. Und das Coole hier drin ist, der Gewinner wird bestimmt, indem man die Stärke vergleicht. Aber wichtig sind die Blutstropfen drauf, das sind die Verwundungen. Und so viele Einheiten sterben dann gar nicht. Ja? Und der Okay. Verlierer muss sich dann aus dem Gebiet zurückziehen oder kann sich auch im Prinzip aufgeben und bekommt Glaubenspunkte zurück in Höhe seiner Einheiten, die er auf dem Feld hatte. Genau, und dann hast du halt am Ende wirklich so bis zu, ich weiß gar nicht. Je nachdem, wir hatten so ja, 6, 7, 8 Plättchen, hast du dann schon am Ende da liegen, die dann halt alle Effekte haben. Hier Stärkebonus, da nochmal ein extra Schild für die Verteidigung. Immer wenn ich Glaubenspunkte oder wenn ich meine Jungs beten schicke, kriege ich extra Glaubenspunkte. Ja, da kannst du schon so eine kleine Engine aufbauen. Das ist also noch so, das finde ich richtig cool. Ja, das, also da kann man sich wirklich
Also ich möchte nicht verhirnen, möchte ich nicht sagen, aber man kann sich schon zuvor im Spiel so ein bisschen Gedanken machen, welchen Weg man geht. Problem bei den Blättchen ist halt, dass die meisten oder 90% der Blättchen sind nur einmal da. Das heißt, da buhlt man halt auch drum. Und die haben auch verschiedene Stufen, um das noch kurz zu erwähnen. Die Blättchen, weil wenn ich halt nur eine blaue Pyramide mit Stufe 1 habe, kann ich mir kein Viererblättchen von den blauen kaufen. Dann brauche ich erst die blaue Viererstufe. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder einen ewig langen Monolog über das Spiel gehalten. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Kemet, Blut und Sand, dann verlinke ich euch hier irgendwo oben das so einen Regelüberblick mit Ersteindruck von mir nochmal. So, jetzt Dominik. Was dein Kennerspiel. Heute machen? Nein, Spaß. Aufwachen. mein Kennerspiel. Ich habe seit Ewigkeiten wieder einmal Orléans auf den Tisch gebracht und eigentlich wieder mal ein bisschen bereut, dass es so lange nicht den Weg zurück auf den Tisch gefunden hat. Orléans mitunter der erste Backbuilder, wo wir halt in dem Falle Arbeiter in einem Zugbeutel sammeln und diese verdeckt rausziehen. Je nachdem, wie weit wir auf einer Leiste vorgeschritten sind, können wir mehr oder weniger rausziehen. Und diese können wir dann einsetzen auf unserem Spielertableau, um neue Arbeiter anzuheuern, um auf dem, um in Orléans und Umgebung umherzureisen mit unserem Händler, um die Leute ins Rathaus zu schicken. Also da baut man sich halt diverse Sachen auf. Und muss halt dann immer so ein bisschen abwägen, was für Arbeiter habe ich denn da drin, jetzt wenn ich das rausziehe, was kann ich dann machen. Man kann auch Mönche anheuern, das sind dann so die Joker-Arbeiter. Man kann sein Deck, oder man kann sein Deck, sein Back hier auch ziemlich gut ausdünnen, indem man eben Arbeiter wegschickt ins Rathaus, die sind dann dort fest verankert, also und man bekommt dann einen Bonus. Je nachdem, wer dann hier so irgendwie so einen Rathausplatz voll macht, bekommt dann noch einen zusätzlichen Bonus. Man sammelt Geld, man sammelt Ressourcen, dann in jeder Runde wird ein neues Ereignis aufgedeckt. Das kann zum Beispiel die Pest sein, das heißt, jeder muss verdeckt einen Arbeiter aus seinem Back ziehen und der ist dann wieder verloren oder man muss Steuern bezahlen oder die Ernte einbringen, da gibt es diverses Zeugs. Man kann sich zusätzliche Gebäude bauen, wo man dann wieder Aktionen damit machen kann. Und so spielt man über, weiß gar nicht, 14 Runden waren es, glaube ich. Aber die 14 Runden fühlen sich so schnell gespielt an, denn man kann ja gleichzeitig die Arbeiter aus dem Back ziehen. Man kann sie gleichzeitig programmieren sozusagen. Und das Einzige, was halt nacheinander abgehandelt wird, sind die einzelnen Aktionen. Und Orléans halt für mich weiterhin wirklich ein tolles Spiel, sehr gelungenes Spiel, muss einfach öfter auf den Tisch. Aber du weißt ja selbst, wie es ist. Ja. Wie alles. Ihr seht hinter uns. Ja. Du hast du es auch schon gespielt? Nein, noch nie. Das ist noch so ein Schatten. So ein Schatten in meinem Brettspiel-Dasein. Muss ich unbedingt mal ran. Also habe ich aber Bock. Die Regeln sind ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Also, also die Fülle an Möglichkeiten, die man dann hat. An den Regeln scheitert es ja meistens nie, sondern einfach an der Lebenszeit. Ja. Okay. Ja, gut, dann sind. Ich habe es kurz gemacht. Du darfst jetzt wieder lange sinnieren. Ich darf wieder lang. Dein Expertenspiel. So, legt euch mal alle gemütlich hin, ja, in eine bequeme Phase. nein, jetzt sind wir beim Expertenspiel, ja? Ja. Ja, also da habe ich endlich, es war schon lange bei mir hier in der Sammlung, haben wir Braga Caput Regni Entjungfert. Ja, auch an einem langen Zocktag, eine Woche nachdem wir unseren Zocktag hatten, haben wir das Gleiche nochmal gemacht, nur in einer anderen Konstellation. Und da haben wir es dann endlich gezockt. Und ich muss sagen, ich war wirklich hellauf begeistert. Es ist einfach so belohnend, das Spiel. Da hat sich jede Runde einfach gut angefühlt. Auch wenn es vielleicht mal nicht wirklich gut lief, aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen Siegpunkte sammeln. Wieder en masse, so viel wie es geht. Wir haben so ein tolles Drehrad. Da liegen so Aktionsplättchen drauf. Manche sind umsonst, je nachdem, wo das Rad dann steht. Manche kosten was. Und diese Plättchen geben uns im Prinzip die Aktion vor, die wir in der Runde machen können. Je nachdem, wo wir es rausnehmen, kriegen wir noch einen Bonus vom Rad selbst. Und dann können wir auf unserer Stadt, haben wir eben diese Aktion, die wir uns ausgesucht haben, können wir dann machen. Das ist dann entweder die Stadt weiter ausbauen,
den Brückenweg oder die Brücke weiter ausbauen, den Marktplatz ausbauen oder die Gebäude, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da war so dreistufig, das ist im Ansehen von den Königen da oder was es war, aufsteigen. Und es ist also wirklich, es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel. Sicher kein Kenner, auf jeden Fall eine klare Stufe drüber, weil du so viele Möglichkeiten hast, was zu machen. Und man hat auch gemerkt, wir haben uns eher aufgeteilt, unbewusst, auch wenn es ein Gegeneinanderspiel ist, dass sich einer eher auf den Bereich spezialisiert hat. Ich habe mich eher ein bisschen darauf spezialisiert, auf den Burgmauernbau. Mal, da gab es dann irgendwie am Ende vom Spiel, wenn man mindestens 6 Burgmauern gebaut hat, nochmal extra Siegespunkte. Und es war am Ende auch relativ knapp. Nur wir haben es eben zu dritt gespielt gehabt. Aber was mich verwundert hatte, dass ich schlussendlich eine Spielrunde weniger hatte. Vielleicht kann es uns ein Zuschauer erklären. Vielleicht haben wir auch irgendwo einen Fehler gemacht gehabt. Aber der Startspieler war dann, ich war der Letzte, der Startspieler war nochmal dran, der Zweite nochmal und ich war dann nicht mehr dran. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen Drehfehler gemacht, aber stand auch auf der Zeichnung komisch da. Das fand ich unterm Strich das Einzige, was ich komisch fand, wenn mir da wirklich eine Runde gefehlt hat, schlussendlich war das nicht schön, weil das hätte dann vielleicht am Sieg noch was machen können. Aber vielleicht können die Zuschauer da gerne was dazu schreiben, ob sie ein ähnliches Erlebnis hatten. Aber nichtsdestotrotz hat es einfach Spaß gemacht und ich habe jederzeit Bock, das nochmal zu spielen, weil man einfach noch so viele Ideen hat, was man hätte machen können, ja. Von den Mechaniken her, auch wenn man diese Stadtmauern baut, sind auch immer so Zeichen drauf. Und wenn die passend zu einem anderen Zeichen sind, bekommt man das Goodie auch nochmal. Also man bekommt von allen Seiten Ressourcen. Man kann natürlich auf seinem Tableau, das habe ich noch gar nicht erwähnt, kann man nach Gold und nach Steinen graben und dann kann man auch schürfen lassen dort und kriegt wieder neue Ressourcen, die man wieder ausgeben muss. Eben Steine schürfen oder schürfen, abbauen lassen, damit man da Stadtmauern bauen kann, zum Beispiel. Gold, um halt irgendwas zu bezahlen. Ganz wichtig sind die Eier, ganz wichtige Eier, ja. Da hätte ich mir hier wirklich gewünscht, das sind wirklich so kleine, hässliche Papp-Tokens-Eier, ja. Hätte man doch schnell beim Jamie Stegmeier anfragen können, ob man da nicht ein paar Eier mit in die Box reinpacken kann. Aber ja, ist ja auch leicht aufzuwerten. Ja. Kriegt man, glaube ich, sogar bei spielematerial.de bekommt man die Eier auch einzeln. Ja, eben, Praga Capotreci, ein super Spiel. Wer es gern komplex mag, aber sehr belohnend. Und aber es geht schon, man muss, also wir haben zu dritt fast mit so Regeln am Anfang noch ein bisschen klären und so, schon fast 3,5 Stunden gebraucht, ja. Also das geht sicher zügiger, wenn man es dann nochmal spielt und nochmal. Aber es braucht schon Zeit, ja. Genau. Du hast es, glaube ich, noch nicht gespielt, gell? Nein. Hast du es auch nicht in der Sammlung? Nein. Schade. Aber können wir auf jeden Fall mal zocken zusammen. Und so ist es. Ja, du hast kein Kein Expertenspiel. Expertenspiel, nein. Ich hatte Das. ja vorhin mal eins auf der Liste, aber das war ja eigentlich gar nicht mein Highlight, deshalb habe ich es wieder gestrichen. Ja, das wolltest du auf die Ausfallliste packen, hast dich nur nicht Nee, da getraut. waren tatsächlich noch zwei schlechter diesen Monat, deshalb hat es leider nicht auf die Auswahlliste geschafft. Ja, aber kommen wir zu Outstanding. Ich mache mal den Anfang, sonst hast du da stundenlanger Monolog und Wollte ich auch vorschlagen, aber was war noch ich ganz langweile kurz? mich hier so. Was ich noch kurz sagen muss, wir haben beide das gleiche Spiel im Outstanding. Aber der Dominik darf jetzt erstmal erzählen. Ich verbessere da nur im Notfall. Okay. Ja, wir haben ja, als wir bei dir den Zocktag abgehalten haben, haben wir eine Runde Super Fantasy Brawl gespielt und ich wollte es ja unbedingt mal kennenlernen. Ein Skirmisher, MOBA-Spiel. Jeder von uns hat ein Team aus 3 Helden, die kommen mit einem Kartendeck daher. Da gibt es dann gelbe, blaue und rote Karten, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und wenn ich dran bin, dann darf ich halt jede Farbe sozusagen einmal aktivieren. Das heißt, ich kann von jeder Farbe eine Karte spielen. Dann kann ich mich bewegen, ich kann angreifen, ich kann mich heilen. Da gibt es halt verschiedenste Dinge, die man tun kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt angreifen würde, dann kann es auch sein, dass es Verteidigungskarten gibt. Das gibt insgesamt bringt jeder Charakter eine Verteidigungskarte mit. Und die kann ich dann halt im Zug meines Gegners spielen, verbrauche dann aber für die nächste Runde die entsprechende Farbe. Das heißt, ich muss da immer ganz gut abwägen, will ich jetzt tatsächlich verteidigen und gebe meine blaue Aktion für die nächste Runde auf oder möchte ich die dann trotzdem jetzt noch einsetzen können?
Und es ist auch so, jede Runde kommen neue Ziele ins Spiel, also neue Rundenziele ins Spiel sozusagen. Die werden dann mit der Zeit vom Wert her besser und schwächen sich nach hinten wieder ab. Das heißt, man muss natürlich idealerweise den besten Zeitpunkt abfangen, um diese Mission auszuführen. Beispielsweise beherrsche das gelbe Gebiet oder habe Truppen in der gegnerischen Anfangszone oder so irgendwas. Zusätzlich bekommt man jedes Mal noch einen Siegpunkt, wenn man einen Gegner umhaut, also ausnockt und den wieder ins Spiel bringen muss. Und der Spieler, der halt zuerst 5 Siegpunkte waren es, erreicht hat, gewinnt das Spiel. Ja, und dann ist es so, es gibt halt etliche viele Miniaturen und Helden, und da ist auch immer, es sind so Boxen, da sind nachher auch immer 3 Helden drin. Die sind so ein bisschen gebalanced, da ist ein Tank dabei, da ist ein Damage Dealer dabei und ein Healer vielleicht, Supporter, Supporter, so Supporter, in der sowas. Richtung. Also so kam es mir bisher vor in den Boxen. Und das Lustige war halt, Michael hat halt erstmal die ganzen Boxen hingestellt. Ich habe mal geguckt, welche Minis sehen cool aus, haben mir 3 rausgenommen und dann mich so, nee, 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 du musst dir eine komplette Box aussuchen. Also auf jeden Fall, man kann natürlich die Ja, auch untereinander mischen, man muss nicht, aber fürs natürlich. erste Spiel war es ganz okay. Ja, es ist halt so, es gibt ja auch Regeln für Turniere. So war das Spiel ja auch gedacht, schlussendlich, dass es irgendwann mal Turniere gibt. Es kam ja noch Corona und alles dazwischen. Aber ich denke, das könnte sich schon auf jeden Fall etablieren in die Richtung. Und dann bei den Turnierregeln muss man sagen, wäre es dann so, dass du an ein Turnier gehst und nimmst dir 5 Helden mit, die du möchtest. Und dann der Gegner fängt dann an und sagt, den Helden möchte ich nicht dabei haben von dir. Dann machst du das auch, bis jeder halt 3 Stück hat und die 3 treten dann gegeneinander an. Also musst du da halt auch schon schauen, dass du innerhalb dieser 5 viel Harmonie hast, dass es im Prinzip fast schon egal ist, welche der Gegner dir rausstellt, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema, soweit sind wir noch gar nicht, weil jetzt kam ja auch der neueste Kickstarter, lief jetzt gerade aus. Ich glaube, auf Gamefound kann man noch late pledgen von der Runde 2 wieder mit 9 neuen Helden, wurde halt noch mehr Helden, mehr Karten. Leider keine neuen Missionsziele, das fand ich schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Was du noch vergessen hast zu sagen, muss ich noch nachtragen. Wichtig ist, um so ein Ziel zu erfüllen, muss man die Ziele zu Beginn seiner Runde erfüllt Genau, haben. Das heißt, der Gegner hat immer in seiner Runde Zeit, die Runde von das sich noch mal Zeit, aufzuhalten, das aufzuhalten oder was dagegen zu tun. genau. Das macht das Ganze halt noch taktischer und schwieriger, halt auch oder nicht so einfach, die Ziele einzunehmen, ja. Ja, und ja, jetzt noch ein bisschen zum Spielgefühl selbst. Also ich spiele ja eigentlich gerne auf dem PC und so, so MOBA-Sachen, so in die Richtung. Und ich habe einfach immer das Problem, auf dem Spielbrett fühlt sich sowas einfach immer langsam an. Klar, jetzt war es noch auf Englisch, das heißt, man musste erstmal die Ka Karten für sich übersetzen, was machen die Karten so, aber es ist nicht wie beim Computer, ich renne rein, mache irgendwie Schaden, dann gehe ich zu Boden, gehe wieder rein und so weiter und so fort, sondern jeder macht halt seine Züge, handelt seine Aktionen ab, es ist halt langsam. Dann fand ich, natürlich hat man taktische Möglichkeiten, wo bewege ich mich hin oder wen greife ich an. Aber für die Verteidigung beispielsweise gab es meiner Meinung nach viel zu wenig Möglichkeiten. Jeder bringt halt eine Karte mit. Wenn du Pech hast, ziehst du halt 3 Runden lang keine Verteidigungskarte. Dann ist vielleicht wieder mal eine, zwei dabei. Dann hast du eventuell alle 3 auf der Hand. Das heißt, dann kannst du eigentlich überhaupt nichts in der nächsten Runde machen, weil du dann fast keine Angriffskarten mehr hast. Dann sind es vielleicht noch 2 Bewegungskarten. Also das hat für mich nicht so hundertprozentig alles zusammengepasst. Vielleicht, ich weiß nicht, wie man das anders steuern könnte oder so. Ich gebe Du dem hast Spiel ja. trotzdem gute 7,5 Punkte, hat trotzdem ja Spaß gemacht, aber das Gefühl von so einem Ja. MOBA reinrennen, um sich schießen und zu Boden gehen und wieder aufstehen, das kommt bei mir halt nicht rüber. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, das auf ein Brett zu bringen. Ne? Nein, aber trotzdem ist es ein schnell gespieltes Spiel. Im Normalfall, wenn beide die Regeln flüssig können, bist du da eine halbe, dreiviertel Stunde durch. Also, wo wir es noch vor Corona. Oder wo Corona gerade angefangen hat, dass es noch keine Ausgangssperren gab, haben wir hier auch mal einen Zockabend gemacht, wo wir zu viert gezockt haben. Dadurch, dass ich ja die große Box habe, habe ich da das normale Spielbrett und Playmat. die Spielmatte, ja. Und Ja. da kannst du halt zu zweit dann, also kannst du halt an 2 Schauplätzen spielen, eins gegen eins. Ja, und da haben wir an dem Abend, glaube ich, 3 Runden, also jeder 3 Runden gespielt. Und das kannst du gut machen.
Was ich glaube noch cool fände, ich weiß aber, das geht natürlich bei dem Spiel nicht, aber bei einem anderen Spiel, wenn ich beispielsweise die ganzen Karten auf der Hand hätte und dann die Karten spielen könnte, die dann auch zu meiner aktuellen Taktik passen, die können dann auch verbrannt sein und erst wenn ich zum Beispiel alle Karten aufgebraucht habe, dürfte ich wieder aufnehmen oder so. Aber so könnte ich halt das ganze Spiel noch taktischer spielen, mich noch besser positionieren, als dass ich halt darauf angewiesen bin, in dem Moment die richtigen Karten auf die Hand zu ziehen. Ich glaube, dann wird das Spiel wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil dann keiner mehr Siegespunkte kriegen würde, weil alles zu stark wäre. Ja, das kann sein. Einfach weil, Möglich. also dann kannst du die Ziele nicht mehr einnehmen, weil halt immer irgendwas perfekt Ja, da ist. klar. Gibt Deswegen natürlich. glaube ich auch, sind nicht so viel Verteidigungskarten drin, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, mal zu punkten, ja. Weil es ist ja so, war ja bei uns auch schon überhaupt schwer, jemanden mal schnell einen um die Ecke bringen, ist ja nicht, ne? Nee, da brauchst du, musst du vorbereiten und Ja. mal ein bisschen Schaden reinkloppen und dann nochmal. Ja, Ja, also nee, das also ist. wie gesagt, war sicher kein schlechtes Spiel, würde ich auf jeden Fall wieder mitspielen, würde aber bei mir nicht in die Sammlung einziehen. Ja, genau. Ich hab's ja. Okay. Ja, dann sind wir durch, ne? Du hattest ja dasselbe Spiel bei Genau, da uns. muss ich nicht. Ich hab schon meinen Senf dazu gegeben, ja. Genau. Dann Oh. kommen wir zu den Ausfällen und zwar sind tatsächlich Ausfälle, aber keine Angst, so schlimm ist es nicht, es sind nur zwei Spiele da. Denn auch hier haben Michael und ich zweimal dasselbe Spiel ausgesucht und auch diese Spiele haben wir gemeinsam an dem Spieletag gespielt. Ja, und wir müssen unbedingt beide erwähnen, weil beide so schlecht waren. Also da Ja, kann man. beginnen wir mal mit dem ersten, mit dem größeren Spiel, auf das wir beide richtig Bock hatten. Tortuga 2199. Es gibt dazu auch ein Review-Video. Michael verlinkt es euch gerne, Ja. wenn ihr mehr wissen wollt, warum das Spiel uns überhaupt nicht gefallen hat und absolut durchgefallen ist, dann schaut euch das Video an. Wir gehen jetzt hier nur mal kurz nochmal drüber. Ja, So. ich. Was haben wir? Wir haben einen Deckbuilder, wir spielen Space Piraten, wir haben eine Karte, die sich aus Hexfeldern zusammenbaut, immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ein zentrales Feld und wir haben äußere Randzonen. In den äußeren Randzonen gibt es unterschiedliche zusätzliche Märkte, wo man neue Karten anwerben kann. Und im Zentrum kann man halt die Standardkarten wie in jedem Deckbuilder, die halt immer kaufbar sind, wenn man halt mal nichts anderes hat. Es gibt dann noch auf allen Feldern Monster, die man erstmal entdecken muss, die kann man dann später angreifen. Man kann noch andere Ressourcen einsammeln, die dann Credits sind, die man dann ausgeben kann, um Karten zu kaufen. Man kann sich gegenseitig bekämpfen. Genau, man kann sich gegenseitig angreifen. Man kann die einzelnen Sektoren, also die einzelnen Hexfelder, übernehmen, also angreifen und übernehmen. Die geben dann Siegpunkte und man versucht halt auf 14 10? Siegpunkte. Waren es nicht 10? Ah, ich 15, weiß, 15 waren es. 15 15. Siegpunkte zu erreichen und der halt als erstes 15 Ja. Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Es hört sich Also, alles super an, es sieht gen. toll aus im ersten Moment und dann legt man halt los und es zieht sich wie Kaugummi, es findet kein Ende, es ist der Deckbuilding-Mechanismus ist einfachster Deckbuilding-Mechanismus. Da habe ich bei Dominion, ich habe es schon mal erwähnt, mehr Möglichkeiten als hier bei Tortuga. Wir haben zwei Ressourcentypen. Wir haben Credits, die werden benötigt, um Karten zu kaufen oder Siegpunkte zu kaufen oder Das die war's. Verteidigung auf den Ah ja. bereits kontrollierten Sektoren zu erhöhen. Ja, das Und wir haben war's. Manöverpunkte. Mit Manöverpunkten können Macht wir man den umherfliegen, Rest. wir können andere Spieler angreifen, wir können Monster entdecken, wir können Monster angreifen, wir können Sektoren, also wir machen einfach mit den Manöverpunkten alles andere. Ja, und das Ja. war's. Und das Allerschlimmste ist der Kampf. Also wenn ich jetzt gegen jemand anders kämpfe, nimmt jeder einfach seine fünf Handkarten, die er hat, und wir rechnen die Manöverpunkte, die wir auf den Karten haben, zusammen. Und der, wo mehr hat, hat gewonnen. Okay, du musst nicht alle fünf ausspielen. Jeder sucht Ja, sich halt aus, wie viele Karten genau. er von den fünf spielen Ja. möchte. Aber der halt mal mehr Manöverpunkte ausgespielt hat, gewinnt. Und du So, jetzt hast ist es. keinerlei Input, was der Gegner hat. Gar nichts. Das Problem ist halt auch, durch das, dass du Manöverpunkte für alles brauchst, sammelt halt auch jeder Manöverpunkte. Das heißt, jeder hat irgendwann ein vollgestopftes Deck mit Manöverpunkten, das gegenseitiges Angreifen total
unlukrativ ist. Ja. Denn entweder kriegt man einen Siegpunkt als Verteidiger, wenn man den Angreifenden besiegt, Ja. oder man bekommt als Angreifender 1 bis 2 Siegpunkte, je nachdem, ob der andere Mitspieler auch schon Siegpunkte gesammelt hat. Und da muss ich einfach sagen, das ist viel zu wenig. Ja. Da lohnt sich das Angreifen überhaupt nicht. Da ist das Angreifen gegen die Monster, und das muss ich sagen, ist auch das einzig wirklich Coole an dem Spiel, sind die Monster. Man kann die Monster angreifen. Die sind dann genauso Karten, die ins Deck kommen. Die haben coole Effekte, die machen cooles Zeug. Die haben zwar auch nur die beiden Ressourcen, aber die machen halt solche Effekte, die ich mir auf anderen Karten gewünscht hätte. So, jetzt kann ich die Monster dann im Deck behalten. Die haben einen Siegpunktwert, und zu einem Zeitpunkt X, wenn ich sie wieder auf der Hand habe, kann ich sie aus meiner Hand abwerfen und bekomme dann die Siegpunkte, dass die Karte verbrannt. Oder ich nutze die Karte halt so lange, wie ich möchte, um sie im Spiel zu halten. Das schadet viel. Eben viel Potenzial ist für mich verschossen worden beim Deckbuilding, weil die Randregionen, wo man halt hinfliegt und sich gerne gute, geile Karten kaufen würde, ist halt auch, du hast halt wirklich wie die zwei Ressourcen, die geben dann vielleicht mehr Ressourcen als die Ressourcen vom Standarddeck. Die haben auch mal einen Effekt drauf, zieh eine Karte nach, oder du bekommst einen zusätzlichen Manöverpunkt, wenn du einen gegnerischen Spieler angreifst. Aber das war's dann auch. Da ist einfach, da gibt es keine Symbiosen unter den einzelnen Karten. Du kannst keine Kombos raushauen ohne Ende. Es Und ist für das. viel, viel Potenzial verschenkt Ja, worden. und für das dauert halt das Spiel dann einfach viel, viel, Ja. viel zu lange. Denn wenn man halt sieht, einer ist in Führung, der könnte langsam Richtung Ende gehen, dann gehen halt alle auf den, nehmen dann dem wieder die ganzen Gebiete ab. Und das geht dann hin und her und hin und her und hin und her. Und irgendwann hat halt einer vielleicht mal nicht aufgepasst, und das Ja. Spiel wird dann gewonnen. Genau. So war es für uns. Das war jetzt eine kurze Kurzfassung. Das war die Kurzfassung. Die Langfassung gibt es im anderen Video. Ja, ist schade drum. Also ich Ja. hätte, ich will, ich habe es auch schon im Video gesagt gehabt, ich würde das Spiel so gern lieben. Ja, aber Ja, geht mir auch so. es hat die Zutaten, die ich eigentlich mir schon immer gewünscht hätte für ein Brettspiel. Na. Aber die Zutaten machen halt noch kein leckeres Essen. Ja, das ist so. Ja. Sozusagen, ja. Ja, und dann, Und dann haben wir dann das haben wir Spiel das gespielt, da hatte Michael Allerschrecklichste. eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf. Es war auch schon ziemlich spät abends, also das letzte Spiel an dem Tag. Ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden. Ich war auch schon ein bisschen skeptisch und so, aber mich hat das Artwork dann doch noch ein bisschen gehuckt. Ich bin ja schon so ein Ja. bisschen Anime-Fan und so. Wir haben Bullet Heart gespielt. Auch ein Kickstarter geht so in Richtung, wie soll man denn sagen, so Candy Crush? Ja, ich weiß, sowas in Oder die so, Richtung habe ich so sowas in die diese. Richtung, so die Handyspiele, Das die kommt von man oben was kennt. runtergeschossen und wir müssen das mit unseren Fähigkeitskarten wegballern. Und immer wenn Genau. was durchkommt, verlieren wir Lebenspunkte. Ja. Ganz grob umrissen. Ja. Ja. Ja, und das Und. ist halt so, jeder von uns kriegt einen Charakter, der hat dann irgendwelche Fähigkeiten, die Ja. man ausspielen kann. Da gibt es dann einfacher zu spielende Charaktere und schwieriger zu spielende Charaktere. Und dann zieht man halt aus einem Nachzugbeutel erstmal einen Angreifer. Die gibt es in verschiedenen Farben mit verschiedenen Wertungen, Genau, und dann, Zahlen drauf. das gibt Und vor, in dann welcher Reihe sie platziert werden. genau, in welcher Reihe und in welcher Spalte erstmal die Farbe und Ja. in welcher Reihe. So, jetzt ziehe ich einen grünen Dreier, muss ich halt zur grünen Spalte, und dann gehe ich 3 runter. Und dann ziehe ich einen grünen Zweier, dann gehe ich 2 runter, ziehe ich wieder einen grünen Dreier, dann muss ich leere Felder, die kommen dann immer weiter runter. Und dann habe ich noch Handkarten, wo dann draufsteht, ich darf das Diese Ding da Fläche und diese angreifen oder Fläche, hier ja. angreifen. Ich habe Ja. dann noch so Aktionspunkte, wo ich eben so Karten ausspielen kann oder eventuell auch von diesen angreifenden Farbdingern umherschieben kann, damit ich nachher irgendwelche Kombos, die auf meinen Karten sind, abhandeln kann. Wir haben das einfach so gespielt, Ohne aber den Echtzeitmechanismus. eigentlich wäre das noch Echtzeitmechanismus Das heißt, gewesen. Also. alles, was der Dominik zerstört hat, wandert in meinen Beutel. Ja. Und alles, was ich zerstört habe, wandert in seinen Beutel. Nee. Und Nicht beim besten jede Willen. Runde kommt dann aus einem Hauptbeutel nochmal zu No. dir rein. Und du kannst Ja. immer selbst entscheiden, wie viel nehme ich jetzt raus und wie viel gebe ich dann weiter. Aber eigentlich musst du den Ja. Beutel immer leer machen. Also Boah, das war nix. eigentlich kann man da gar nicht gewinnen, sondern nur derjenige sein, der als letztes verliert.
ist ja auch was wie gewinnen. Ja, natürlich schon. Ja, aber nur einfach, man kann die Außerirdischen oder was es auch immer ist, da keine Ahnung, nicht besiegen, weil einfach, ja. Irgendwann. Ich meine, das Spielmaterial und so, der Deluxe-Version war cool, ja. Das waren Holzteile und so weiter und ja. War gut, aber das Spiel an sich, das. Ja, das also bevor man sowas macht, spielt lieber auf dem Handy. Oder was ähnliches, ja. Na, ich spiele ja schon kein Candy Crush oder sowas. Ja, eben. Mehr. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. Ja. Ja, gut. Tja, dann sind wir schon wieder durch. Ja. Ging ja wieder ruckzuck. Ja, dann sagen wir mal, danke fürs Zuschauen und wie immer, Abo dalassen. Ihr wisst Bescheid, und ja. So gell? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.